Ja, dieses Testspiel wurde vielerorts mit Spannung erwartet. Jetzt ist es soweit und wir dürfen uns auf eine intensive Partie freuen, denke ich. Intensiv schon deshalb, Wolf, weil diese beiden Länder ja bekanntermaßen und traditionell Rivalen sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen und viel Spaß. Die DFB-Frauen heute gegen die Niederlande. Ja, jetzt lehnen wir uns erstmal zurück und lauschen den Hymnen von Deutschland und Holland. Jetzt sehen wir hier die Aufstellung der DFB-Frauen für heute. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Den Erfolg der Männer kann die Frauennationalmannschaft der Niederlande ja noch nicht vorweisen, oder Buschi? Nee, nicht wirklich. Erst in den letzten Jahren haben sie es überhaupt zu den großen Turnieren geschafft. Bei der EM beispielsweise ging es schon mal bis ins Halbfinale. Jetzt sehen wir die Aufstellung der Holländerinnen. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und los geht's. Tja, wie geht man so ein Spiel an, wenn der Gegner so stark aufs Vorchecking setzt wie gestern? Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten. Konter sind natürlich immer wieder ein Mittel. Wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Meier. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Leupolz. Nächster Versuch, ein weiterer Einwurf. Lieke Martens. Danielle van der Donk. Zuspiel landet im Aus, gibt Einwurf. Maruscha. Da verlieren sie den Ball. Vivian Miedema. Der ist zu weit. Leupolz. Meier. Jetzt Maruscha. Der Angriff könnte was werden.
Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Leupolz. Meier. Schuld. Debritz. Weg ist der Ball. Vivian Miedema. Lieke Martens. Kika Farnese. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Lieke Martens. So langsam wird's gefährlich. Ball kommt rein. Chance lebt noch. Jetzt der Ballverlust. Gefährlich. Sieht gefährlich aus. Und die Flanke. Gute Aktion. Und hier holt sie sich den Ball. Meier. Maruscha. Da ist Platz auf dem Flügel. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Sie verlieren den Ball. Debritz. Klasse Pass. Ja, könnte was werden. Da ist sie durch. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Das Ding war Millimetersache. Der Ball geht vom Innenpfosten rein. Und da gehört dann natürlich auch Glück dazu. Das kann man nicht anders sagen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Der Ballverlust. Schönes Zuspiel hier. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Meier. Maruscha. Nun Maruschan. Meier. Jetzt ist es gefährlich. Und jetzt die Chance. Das macht sie gut. Sie kann den Ball sogar festhalten. Gerida Spitze. Daniel van der Donk. Vivian Miedema. Klasse Pass. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke. Die Flanke kann sich gut abfangen. Maruscha. Meier. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Ballverlust.
Den Ball spielt sie zur Torhüterin zurück. Gute Aktion, sie kann hier entschlossen klären. Desiree van Lunteren ist hier immer noch am Ball. Gute Chance für eine Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Die Chance auf den Konter. Ah, da hätte es schneller gehen müssen. So ist die Abwehr wieder da. Konterchance vertan. Kika Farnese. Jackie Gronen. Sherida Spitze. Ball draußen. Es wird Einwurf für Deutschland geben. Wieder so ein klasse Pass. Meier. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Hier war sie zu früh dran, deswegen abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Jackie Gronen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Die Gelegenheit für die Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Wird das eine Torchance? Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, Flanke kommt kurz. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Nun Marajan. Pop. Debritz. Leupolz. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Vivian Miedema. So, was machen sie draus? Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Ja, könnte was werden. Ball kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Debritz. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Jetzt wird's gefährlich. Gefährlich! Die Ecke kommt. Gute Gelegenheit bekommen. Aber der geht vorbei.
Gerida Spitze. Guter Ball nach draußen. Klasse Pass! Jetzt Marojan. Debritz. Meier. Jetzt Marojan. Einwurf Niederlande. Jackie Gronen. Desiree van Lunteren. Gerida Spitze. Kika Fanes. Jackie Gronen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Unaufhaltsam. Gerida Spitze. Jetzt der Ballverlust. Schönes Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Ist das die Chance? Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ballverlust. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Gerida Spitze. Janice van de Sande. Jackie Gronen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Und die Flanke. Guter Pass. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Pop. Erneut jetzt der Ballverlust. Gute Aktion. Zieht in die Mitte. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Debritz. Pop. Leupolz. Meier. Pass auf den Flügel. Debritz. Meier. Leupolz. Ja, könnte was werden. Jetzt die Flanke. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Janice van de Sande. Vivian Miedema. Gefährlich! Jackie Gronen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Da können sie jetzt flanken. Daniel van de Donk. Und er geht deutlich daneben. Bei diesem Kopfball stimmte das Timing nicht. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Janice van de Sande. Auf außen ist jetzt Platz. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Und Marojan. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Den Ball hat sie sicher. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen.
Klasse Aktion, Ball ist weg. Meier. Wieder der Ballverlust. Vivian Miedema. Jackie Gronen. Jetzt ist es gefährlich. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da hat sie Zeit für eine Hereingabe. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt die Flanke. Erstmal rausgefaustet. Oh, das ist bitter, von da an nicht zu treffen. Na, so eine gute Chance bekommst du so schnell nicht wieder. Der Pass zurück zur Torhüterin. Debritz. Und Marujan. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Das könnte was werden jetzt. Spielt den Ball. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ball draußen, es wird Einwurf für Deutschland geben. Debritz. Und Marujan. Da ist jetzt Platz. Schöne Aktion. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, könnte was werden. Gutes Tackle hier. Und die Situation geklärt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Klasse Pass. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Kika Farnese. Einwurf, der Ball war draußen. Lieke Martens. Daniel van der Donk. Und direkt zurückgespielt. Gefährlich! Und das ist der Ballverlust. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da bedankt super dieses Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Alexandra Popp! Sehr gut, den Ball hat sie sicher. Da verlieren sie den Ball. Leupolz. Nun Marujan. Jetzt ist es gefährlich. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Leupolz. Debritz. Meier. Schöner Spielaufbau jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Gehalten.
Ecke in die Mitte. Nein, schwacher Ball. Nun Marojan. Schirmt den Ball gut ab. Lieke Martens. Gerida Spitze. Anouk Dekker. Kika Fanes. Daniel van der Donk. Super Pass! Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Lieke Martens. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Wir haben es grundsätzlich einen Tick besser gemacht in der ersten Hälfte. Aber sind wir ehrlich, ein Tor ist kein beruhigender Vorsprung.